Ich hab echt keine Muni mehr. Hat der Gegner eher bemerkt als ich. Haben wir es dann. Oh, die hat Burstschuss. Dafür macht die weniger Schaden. Was? Kann ich die AK bitte wieder haben? Warum kriege ich hier Überlebenskünstler für was? Come on. Bitte schön. Ich habe gar keine Munition mehr. Oh, ich habe nur einen Schuss. Ha. Okay. So gefällt mir das. Oh, hier habe ich noch zwei Schuss. Das ist ja mehr als ich erwartet habe. Oh mein Gott, das sind ja noch mehr. Na. Come on. Was? Wie schießt actually auf Gegner? Ich bin schockiert. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Munitionsknappheit existiert in dem Game hier halt auch nicht, ne? Ist nur die Illusion von, du hast keine Munition mehr. Da liegt hier alles rum. Holy shit! Granate! Oh Mist! Ah. Oh Mist! Zurück! Come on. So viel zum Thema Verstärkung. Mord sie für dich. Wie sind die denn jetzt schon hinter uns? Was ist da denn passiert? Der Typ mit der Shotgun ist auch nicht so nett. Wenigstens bewegen die sich nach vorne. Kann ich den Popo schießen? Wow, okay, Melee funktioniert nicht gegen den. Na, hör auf! Hör auf! Und eine für dich. Wupp. Wie viele Soldaten hat der denn? Ja, das wüsste ich allerdings auch gerne, weil das sind hier echt nicht wenig. Oh, ich habe eine Idee. Was? So, wer wollte jetzt was von mir? Sonst noch wer?
Easy. Ja, ich glaube, das war der letzte. Easy peasy. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Warum T-Deckst du so krass, wenn du Kram aufhebst, Nathan? Was ist da los? So viel Munition. Was? Hier drüben. Hier, schau mal, da ist eine Feuerleiter. Was, wer, wie, wo? Da, Feuerleiter. Okay, ja, ist sie. Haben wir eine Wahl? Hilf mir mal hoch. Ja, geschafft. Ist ja gut. Okay. Geschafft? Ja. Ah, komm. Ja. Ich versuche mich jedes Mal wieder mit Feuerleitern zu töten. Weiß das zweite Mal, Fräulein, ich merke mir sowas. Okay. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Es gibt immer einen anderen Weg. Ja, und jetzt? Oh. Wirklich clever. Ja, total. Stand ja nicht mitten im Bild, das Ding. Und hat mich quasi angeschrien, so von wegen, bekletter mich. Und alle hopp. Okay, bin drin. Ach, du machst auch einen auf Kletteraffe? Das gucken wir uns doch mal an hier. Ja, du bist ganz schön sportlich, Liebelein. Och nö. Oh Mist. Klöpple Lunta. Na bitte. Okay, wie ist seine AK einfach aus seiner Hosentasche gefloppt? So, plupp. Das sah nicht schlecht aus. Ja, aber es ist nett, dass die uns den Aufzug hochgebracht haben. Finde ich sehr freundlich von denen. War aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nee, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Okay, na viel Spaß dabei. Kannst im Kreis laufen. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Also so wie da die Funken geflogen sind, hilft da nicht nur ein Schutzschalter. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Wait, was ist das denn? Das ist ein ziemlich langer Fall. Nathan. Ich gehe mal davon aus, wir sollen das hier, ne, so Assassin's Creed-like benutzen. So. Tschüpp. Och nö. Okay, ich dachte, ich fall ganz runter. Das wäre absolut uncool gewesen. Wupp. Das gibt's nicht. Wieso muss ich die Bretter zerschießen und die anderen konnte er einfach per Hand? Das ist halt dumm. Jo, was haben wir hier? Oh, da oben langhangeln. Ich hab Gegner gesehen. Mindestens einen. Hey, Hacky. Hi. Da! Was? Okay. Granaten nehme ich immer gerne.
Warum sind die Shotgun-Heinis so hart gepanzert, Mann? Gefällt mir gar nicht. So überhaupt gar nicht. Probiert sich, ich lauf mal ganz normal Treppen? So wie ein ganz normaler Mensch? Und die brechen nicht unter mir ein? Das ist ja fast schon... Was? Mist! Come on. Du schlägst wie ein Mädchen. Ach Quatsch, wie geht das? Fang! Bissl Overkill. Dezent. Ganz dezent. Zweiter Teil schon eher. Wie läuft's mit dem Aim? Es geht. Ist auf jeden Fall angenehmer als im ersten. Was? Er ist da unten. Alles cool. Moment, wo soll ich lang? Kann man nicht einfach die Tür aufmachen? So. Ne. Schotti möchte ich nicht. Nein, danke. Tschö, Nathan. Endlich Ferien. Was sind denn irgendwie... Ist das Ferien? PogChamp. Okay. Nathan. Warum? Da. Na, rechts von dir. Dreh dich mal um. Siehst du das da? Festhalten. Och, das geht ja. Das ist ja der Wahnsinn. Hast du ja doch noch hingekriegt. Nimm dir einen Keks aus der Keksdose, Drake. Sehr gut gemacht. Wie alle die kleinen... Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Na, Quatsch. Ich dachte, du... ne? Bist gerade einkaufen oder so. Ist doch alles gut. Das war's? Oh, was ist das da? Achso, das ist hier. Und wie komme ich aus dem Raum raus? Nö, Türen benutzen wir nicht. Türen sind was für Anfänger. Kann ich dich hier hinlegen und einfach die Wand wegspringen? Probieren geht aber studieren. Nein, das sind sehr, sehr besonders stabile Wände. Ach, hier ist eine Leiter. Ich bin blind. Gleich geschafft, komm. Wo bist du überhaupt? Wo ist die? Was? Wo? Wie bist du? Hier ist nicht mal ein Aufzug in der Etage, Bitch. Guck mal da, eine Leiter. Let's go. Hallo. Und hoch mit dir. Na, das fängt hier an, dir Spaß zu machen. Bei der Aussicht? Sure. Diesmal schlägst du mich nicht mit der Leiter. Nicht nochmal, Fräulein. Okay. Hallo. Hui. Hui. Hey, check it out. Marco. Wirklich? Na komm. Nein. Marco. Hallo. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade das Achievement gerade bekommen habe, aber hey. I'm fine. Kommen wir dann weiter. Landratte! Du bist so unprofessionell. Ja, natürlich.
Guck mal, hier gibt es sogar noch Alkohol. Alkohol und ein Pudel. Was will das Herz mehr? Wir sagen, wir brauchen unten einen Aussichtspunkt, ja? So ungefähr hier. Okay, hier lang. Wait, what? Ach, wir klettern direkt. Wir genießen nicht den Pool in der Cutscene oder so oder irgendwas? Oh, viel. Nein! Sag mal, Nate, was ist falsch mit dir? Jetzt mal ehrlich. Was zu geil ist falsch mit dir? Du kannst doch nicht einfach in den Pool springen. Und im Kreis schwimmen, weil du keine Lust mehr auf den Kletterer hast. Da, 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 da. Die kommt echt nicht mit. Ja, war ein Versuch wert. Bei Guess hier geht's weiter. Mein Gott. Hätten ja echt einfach mal den Pool genießen können, ne? Lässig über die Brüstung in den Tod. Suizid mit Stil. So sieht's aus. Kommen wir nicht wieder zum Pool? Das sah schöner aus. Oh, Solarzellen. Die sind aber auch fortschrittlich hier. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Was ist mit dem Pool? Aber der Pool. Dann halt nicht. Wenigstens in der Wasserpfütze zu spielen. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Auch nicht. Wie wär's, wenn du einfach mal dich umguckst, Liebelein, und diesen total unauffälligen hellen Balken entdeckst? Pass auf! Ja, jetzt hör doch mal. So ein Mist! Oh, Aha. Hier, schaff dich, gib mir die Hand! Geh schon! Los, weiter! So ein bisschen unfair der Fight, oder? Pistole gegen Kampfhelikopter? Ich bleib hier hängen, I'm fine, dude. Die Deckung da oben ist nämlich ein Witz. Schuh, ich halte mich trotzdem fest. Das macht ja total Sinn. Dö, 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 dö. Wie wär's denn einfach weiter? Nur so ein bisschen. Hier, maybe? Ja, okay. Alles okay? Ja, alles okay. Hätten wir mal den Raketenwerfer mitgenommen.
Fucking Shotgun, Heini. Ich würde auch das Sofa als Deckung nehmen. Das klingt sehr, sehr solide. What? Oh, wie fühlt sich das an? Wie wär's, wenn wir nicht den Aufzug nehmen? Ich glaube, der Aufzug ist eine blöde Idee. Nur so ein Gedanke von mir. Dropkick. Ja, das konnte ich natürlich total wissen. Ja, der Schreibtisch bietet mir bestimmt sehr soliden Schutz dagegen. Was tun die da? Das ist nicht gut. Wir sollten gehen. Okay, ich brauche nicht aim. No way. No way. Da waren wir beinahe drin. Ich glaube, die findet das nicht so lustig. Die Uhr dabei ist cool so. So, wirklich. Okay. Hier lagen, na los! Sieht so aus, als hätte das Hotel gerade Nebensaison, was? Haha, na los. Echt, ja, wir haben ein bisschen hier zu tun. Anscheinend nicht. Du. Darüber? Oh, klar. Machen wir eben unsere Spider-Man, Och, nö. War das ein Raketenwerfer? Nee, das ist ein Granat-Heini. Nö. Komm her. Okay, nur halb so tragisch. Eine Brücke, cool. Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Das ist aber nett von denen. Ich höre nur da. Da, dabei. Oh. Durchsuch das Gebiet. Wo seid ihr überhaupt? Sonst noch wer? Wo? Wo? Wo hast du hingezogen? Okay. Wo liegt mein AK? Da liegt mein AK. Nee, mehr Munition, hallo. Well, ich glaube, ich behalte das Ding hier zuerst mal. Das scheint ganz nützlich. So, dezent. Lässt dich locker! Runter! Ja, so gefällt mir das! Come on! Das ist nicht dein Ernst.
damit! Bleib einfach ruhig stehen. Come on. Wie viel hält so ein Helikopter bitte aus? Geht doch. Not bad. Okay, lass die Brücke runter. Was für eine Brücke? Hä? 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 Ach, vor hier. Spam den Button. Ja. Mach ich doch. Dankeschön. Das war sehr. Das war sehr, sehr merkwürdig. Aber wie viele Gegner kommen jetzt noch? Ich meine, es müssen noch Gegner kommen. Hier liegt Munition. Das ist halt, ne? Die indirekte Aufforderung des Spiels von wegen, hey, du darfst gleich schießen. Probably hier hoch? Nö. Ach, Chloe kennt den Weg, ja. Sure. Hey, das Kabel. Es bringt uns runter. Los, los. Okay, okay. Hock, hock. Oh, scheiße! Oh. Tut das weh. Oh. Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Das gibt mindestens eine gebrochene Nase, wenn nicht mehr. Holy shit, man. Das ist ja einfach mal... wo lang? Echt hier lang? Oh, da ist ein Rohr zum Klettern. Beruhigend, dass hier alle Rohre so fest verbaut sind. Und diese Leitern überall sind auch sehr nett. Geschafft. So, next one. Oh, hey, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn Elena? Hier? Elena! Jeff, nicht! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher... nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten.
Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gibst du nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen sieht... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft!